Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Heute eine Modelllok meines Modellbahnkollegen Martin. Die hat keine Beleuchtung und er hat mich doch gebeten, in diese Lok eine Beleuchtung einzubauen. Und das werde ich ihm natürlich erfüllen, den Wunsch. Und wenn ihr wollt, dürft ihr dabei sein, wie ich die beleuchte, diese kleine V60. Es handelt sich dabei um ein Rocco-Modell. Und Rocco ist ja berühmt für seine Filigranität hier. Also, ja, das ist auch bei dieser Lok so. Und da werde ich jetzt versuchen, vorsichtig das Gehäuse abzunehmen. Die Schwierigkeit bei dieser Lok besteht darin, dass man das Gehäuse einfach nicht zerstört, denn sie rastet hier an diesen Nasen, die man hier sieht, hier, hier oben und auch hier oben rastet die natürlich ein. Und das macht es nicht einfacher. Und man kommt, wie ihr seht, aus dem unteren Bereich nicht ran, um diese Nasen zu bewegen. Ja gut. Auch Mia ist da etwas... ja, traurig. Sie hat das mit einem langgezogenen Miauen quittiert. So, dann werden wir hier mal die Leuchtdioden einsetzen. Hier kommen diese PLCC2 bzw. 4 zum Einsatz. Das sind zweifarbige Leuchtdioden. Die können das rote und das weiße Licht darstellen. Da habe ich auf die Plusseite einen Draht von einem Widerstand gelötet und der wird dann hier so eingebracht. Da löte ich hier oben den Plus an und hier durch die zweite Bohrung der ehemaligen Glühlampen Aufnahme werden die zwei Kabel der Masseverbindung an den Decoder gegeben. Natürlich mit dem zugehörigen Widerstand, das erklärt sich ja von alleine. Und hier im oberen Bereich, das wird jetzt noch abgedunkelt, und im oberen Bereich wird dann nochmal eine warmweiße Leuchtdiode angebracht für das dritte Spitzenlicht. So der Stand. Und das bringe ich jetzt im Prinzip hier ein und löte das hier rüber, denn hier ist das gemeinsame Plus vom Decoder. An diese zwei hinteren Lötpads werden jetzt F1 und F2 angeschlossen. Ich nehme dazu ein Skalpell und schneide den Schrumpfschlauch hier auf. Wie gesagt, dadurch verliert ihr unter Umständen eure Garantie, aber wie gesagt, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, an diese Lötpads ranzukommen. Jetzt habe ich hier die Lötpads vor mir und jetzt kann ich hier einen Anschluss herstellen, nämlich für das Rot vorn und für das Rot hinten. Jetzt geht es um das dritte Spitzenlicht. Da muss ich ehrlich sagen, da greife ich zurück auf meinen lieben YouTube-Kollegen, den HD Springer. Dirk hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht mit den durchsichtigen Schrumpfschläuchen. Und das habe ich schon das ein oder andere Mal aufgegriffen
Und da muss ich mich echt bei ihm bedanken, denn er hatte die zündende Idee, einen durchsichtigen Schrumpfschlauch um so eine Leuchtdiode herum zu machen, das nachher zu verschrumpfen und somit die Leuchtkraft, ja, da es durchsichtig ist, weiterleiten zu können in den Lichtleiter. Da, wie gesagt, schaut mal vorbei bei HD Springer. Der hat sehr tolle Umbauten und vor allem auch sehr innovative Ideen. Da kann ich euch nur den Tipp geben, schaut bei ihm rein. Er macht sehr viel in Gleichstrom, ich natürlich in Wechselstrom. Aber die Ideen von Leuchtdioden einzubauen bzw. die Verdrahtung ist ja im Prinzip bei beiden Umbauten immer das Gleiche. Nur halt bei mir noch mit dem Mittelschleifer, der entfällt natürlich bei Gleichstrom, aber ansonsten ist der Kanal wirklich zu empfehlen. Also ich schaue da sehr oft rein, gebe zu, ich bin etwas schreibfaul, aber die Ideen begeistern mich nach wie vor. Ich schrumpfe das jetzt so etwas zusammen. Das mache ich eigentlich immer gern mit dem Lötkolben. Jetzt, warum mit dem Lötkolben? Nun, beim Lötkolben habe ich halt den Vorteil, dass wenn ich den mit dem Lötkolben hier verschrumpfe, dann verbrenne ich den Schrumpfschlauch nicht. Und somit bleibt er eigentlich in der Farbe erhalten. Das ist ja genau das, was ich möchte. Ich zeige es euch jetzt. Jetzt ist es verschrumpft. Und ihr seht, das Ganze ist immer noch sauber durchlässig vom Licht her. Und jetzt kann ich den in die Aussparung des Lichtleiters drücken. Das Ganze wird parallel zu der vorderen weißen Leuchtdiode angeschlossen, die für die zwei unteren Laternen zuständig ist. Und somit hoffe ich mir ein sauberes Dreilicht-Spitzensignal. So ist jetzt das Ergebnis. Ich habe das hier eingedrückt. Es ist isoliert und auch gleichzeitig in einer Form, wo das passt. Das gleiche habe ich jetzt auch auf der Rückseite gemacht. Da seht ihr hier die Leuchtdiode, die ist hier eingeschrumpft und hat hier unten auch noch zum Lichtschutz, dass hier das Rot nicht nach oben treffen kann, noch einen, ja, so einen Moosgummistreifen bekommen. Den bekommt man, wenn man Halbleiter kauft. Da sind die aufgesteckt und den kann man sich dann zurechtschneiden und dann zwischen reinklemmen. Der eignet sich da hervorragend. Jetzt habe ich im Prinzip den Lichtleiter nur noch hier zu kürzen. Das heißt, ich werde den Lichtleiter hier abtrennen. Und somit schaut er nach unten in die Aussparung und das Licht kann den Lichtleiter treffen und mein Drehlichtspitzensignal ist dann auch hier, ja, zum Leuchten bereit. Und das gleiche mache ich jetzt natürlich auch noch an der Rückseite. Zum Rausdrücken des Lichtleiters nehme ich immer einen Bohrer. Den drücke ich dann hier ein und dann wackele ich hier unten. Und dann geht das meistens raus. Den Lichtleiter habe ich jetzt mit einem Skalpell abgetrennt und das mache ich jetzt beim zweiten Lichtleiter auch noch. Das Ganze wird jetzt noch etwas gegen Kurzschluss gesichert mit einem Klebeband und dann kommt der Kondensator wieder drauf.
der ja hier diese Überbrückung des Stromausfalls gewährleisten soll. Der wird jetzt hier wieder angelötet und dann kann ich das Ganze hier zusammenbauen. Das Gehäuse ist jetzt aufgesetzt. Schalte ich mal das Licht ein, dann wieder aus. Und jetzt das rote Licht. Und jetzt das weiße wieder. Und so kann ich im Prinzip hier beide rote Schlusslichter wieder schalten, so wie ich es immer mache. Und dank des Kondensators, wie ihr gesehen habt, geht das Licht relativ langsam aus. Und so habe ich auch die Möglichkeit, mal eine schlechte Verbindung oder einen schlechten Kontakt zu überbrücken. Dann drehe ich mal die Lok um. So, auch von der anderen Seite, da kann ich natürlich auch das Licht einzeln zuschalten, das rote, beziehungsweise das weiße. Und so kann ich dann beides mal rot machen und die Lok irgendwo am Rand abstellen, so wie es ja auch in Original gemacht wird, mit zweimal Rot, so wie ich erfahren habe. Das jetzt zu diesem Umbau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen dieses Umbauvideos. Es ist eigentlich nicht ganz schwer, sowas nachzubauen. Und hier empfehle ich einfach diesen Zimo-Decoder. Der ist relativ klein und lässt sich sauber in dieser Lok verstauen. Und auch ein Kondensator mit 1200 μ, 15 Volt hat ja hier auch darin Platz gefunden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und verbleibe bis zum nächsten Video. Euer Groovy 1960.